Wenn Erntezeit ist, ist bei gutem Wetter, kommt alle 3 Minuten ein Landwirt auf die Waage, wird verwogen, wird hinten dann abgeladen und das ergibt dann eine Annahmeleistung, ich sage jetzt mal am Tag bei 15, 16 Stunden Arbeitsleistung von über 2000 Tonnen. Wir erfassen Getreide von Landwirten direkt, alle Fruchtarten, die hier in der Region angebaut werden, von Weizen über Braugetreide, über Futtergetreide, dann Raps als Ölsaaten und das letzte in der Jahresfolge ist dann der Mais. Und für Mais haben wir hier an diesem Standort die Trocknung zentralisiert. Also hier wird der gesamte Nassmais, der gedroschen wird, von Gesamtoberbayern Nord hier zusammengezogen und hier zentral getrocknet. Wir schlagen mittlerweile gut 60.000 Tonnen Getreide jährlich um hier am Interpark. Und da war es natürlich unbedingt notwendig, diese Investition zu tätigen, damit wir unser Geschäft weiter so betreiben können. Der Auftrag an die Firma Bühler war hier, die beiden ersten Bauabschnitte aus den Jahren 98 und 2008 zu erweitern. In diesem dritten Bauabschnitt wurde eine zusätzliche Maiserfassung für 150 Tonnen mit Luftvorreiniger und Trommelreiniger, Aspirationsanlage und Erweiterung der Silo-Einrichtung gemacht. Das heißt, es wurden 6 Wellblech-Silos und 2 Beton-Silos integriert in die Anlage. Somit wurde die gesamte Lagerkapazität auf 41.000 Tonnen erweitert. Die Zusammenarbeit verlief sehr gut, so wie wir dies auch aus der Vergangenheit gewohnt waren. Wir haben ja schon mehrere Investitionen mit Bühler gemacht. Auch der Altstandort hier am Interpark wurde von Bühler gebaut. Und das war uns auch ein Anliegen, diese Zusammenbindung zwischen Alt- und Neuanlage, damit das richtig funktioniert, vergibt man den Auftrag an die Firma, die auch die Altanlage gebaut hat. Und was noch dazu kommt, die Nähe des Bühler-Standorts Beilngries. Wir sind gerade mal 25 Autominuten davon entfernt. Und wenn wirklich irgendwo mal was nicht passen sollte oder schnell ein Ersatzteil gebraucht wird oder ein Monteur, dann geht das auf schnellstem Wege. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Rohstoff Nahrungsmittel, das, was die Landwirte in unseren Regionen erzeugen, ist für uns ganz, ganz wichtig. Dementsprechend ist es notwendig, dass die Anlagentechnik genau diese Ziele auch unterstützt. Das bedeutet zuletzt auch, dass die Qualität mindestens so gut ist, wie wir sie erhalten haben, dass die Partien gesund gehalten werden können. Das bedeutet aber auch, dass die Anlagen energieeffizient und nachhaltig arbeiten und dabei unterstützt uns natürlich die Technik der Firma Bühler. Besonders stolz sind wir natürlich auf unseren neuen Trockner, auf den Maistrockner, mit dem wir mehrere Fliegen auf einmal erschlagen, indem wir die Leistung mehr wie verdoppelt haben, aber auch Energieeinsparung, um einfach effizienter, komfortabler trocknen zu können. Und durch den angeschlossenen Kühler wird der Mais nach der Trocknung runtergekühlt auf 120 Grad und ist dadurch komplett lagerfähig.